Hallo, wir sind Ronald und Andrea und auf Weltumrundung seit Oktober 2023 und wir begrüßen euch zur Episode Nummer 39. Und da seht ihr unsere Fahrt von Carson City am Lake Tahoe gelegen oder in der Nähe von bis zum Olympic National Park an der Grenze zu Kanada. Aber schaut selbst. Guten Morgen, wir waren jetzt 6 Tage in Carson City. Und fahren jetzt Richtung Norden Redwood National Park, Redwood Forest. Also wir sind hier am Lake Tahoe. Der Lake Tahoe ist 600 Meter tief, an der tiefsten Stelle, der zweittiefste See in den USA und der 17. tiefste See auf der Welt und hat eine Länge von ungefähr 30 Kilometern und Breite von knapp 20 Kilometern. Das ist jetzt hier die Emerald Bay, die bekannteste Bucht vom Lake Tahoe. Mit so smaragdgrünem Wasser. Andrea. Ronald. Wohin geht's heute? Heute geht es ins Glück. Hä? Ja, da merkt man mal den lichten Lateiner. Fortuna. Hä? Es geht nach Fortuna. In die Stadt? Ja, in die Stadt. Und Fortuna ist das Glück. Ja, das weiß ich. Fortunately. Unfortunately. Und weiter? Genau, und auf der Strecke dahin fahren wir wieder durch ein paar Parks mit Riesenbäumen und es soll da auch 2 Stellen geben, wo man mit dem Auto durchfahren kann, durch einen Baum. In einem Drive-Tree-Park. Da kann man durch den Baum durchfahren. Kann ich nicht mal gucken. Ah, hier, ja. Aha. Höhe 315 Fuß und Alter ja. 2400 Jahre. 2400 Jahre. Oh, muss ja den Kopf einziehen. Erklär mal jemand, ich habe meinen Kopf angestoßen, als ich durch einen Baum durchgefahren bin. Eben sind wir durch den einen Baum durchgefahren, dieser Drive-Thru-Tree. Das war aber Privatgelände oder Privatwald. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Humboldt Redwood State Forest. Da ist noch ein Baum, wo man durchfahren kann. Aber generell sind hier in den Nationalparks oder den State Forest riesige Bäume. Auch wieder der Durchfahrts. Baum, aber wieder hier privat und nichts mit Nationalpark. Aber wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auch rein. Boah, das waren jetzt $10. Ja, guck mal, das war wieder alles. Also liebe Zuschauer, man denkt ja immer, man fährt durch so einen großen Park durch und dann ist dieser Drive-Thru-Baum nur eine Attraktion. Aber es ist die einzige Attraktion und nach 100 Metern geht es wieder aus dem Park raus.
Das macht jetzt 10 Dollar in einer Minute. Das weiß ich auch, warum die sowas Baumhaus nennt. Hier stimmt's mal. Heute geht's Redwood Forest. Genau. State Park. Ja. Heute haben wir 200 Meilen, das sind ungefähr 320 Kilometer geplant. Das entspricht also jetzt die letzten Tage und die nächsten Tage unser Tagespensum um die 300 Kilometer. Lässt sich hier alles gut fahren, man kann einen Schnitt von 50 Meilen fahren. Das heißt, reine Fahrzeit auf den Landstraßen hier 4 Stunden, maximal 5 Stunden. Das ist immer recht gemütlich. Wir sind jetzt am Besucherzentrum vom Redwood National Park, direkt an der Küste. Guten Morgen, Andrea. Morgen, Ronald. Ich muss erst noch mal ein Statement abgeben zur Tonqualität. Wir haben jetzt zum dritten Mal die Kabel ausgetauscht, die hier von meinem Helm-Mikrofon an die DJI-Kamera gehen. Und gestern die Aufnahmen sind vom Ton alle nichts geworden. Das heißt, ihr seht nur nette Bilder, aber hört nicht mein außerordentlich linguistisches Geschwafel. Andrea sagt jetzt nichts dazu. Verdreht nur die Augen. So, jetzt die Route heute. Dummerweise haben wir bedecktes Wetter. Es nieselt leicht eben. Und heute Abend ist schwerer Regen angesagt. Und wir haben leider schon einen Campingplatz gebucht und bezahlt. Das wird jetzt seit Monaten mal wieder eine nasse Nacht wahrscheinlich. Vielleicht ist ja die Wetter-App falsch. So, aber heute die Hauptsehenswürdigkeit ist Crater Lake. Aber wir können die Route nicht ganz fahren, also wir können nur reinfahren und müssen dann wieder rausfahren, weil da liegt mal wieder Schnee. Ja, wir sind eigentlich immer noch scheinbar für die Ecke 4 Wochen zu früh, was das Wetter angeht. Ja, wobei verrückt ist, da steht auf der Nationalpark... Wir haben Juni, gell? Also. Ja, und in der Nationalpark-App steht drin, dass die Straße vielleicht im Juni oder Juli öffnen. Okay. Juli. Und da wieder im September schließen wegen Schneefall, ne? Maybe. Na gut, okay, fangen wir erstmal los heute. Jo, jetzt sind wir hier beim Crater Lake und dummerweise sieht man vom Gratersee gar nichts. Andrea, du hast so ein rotes, fröstelndes Gesicht. Es ist arschkalt. Arschkalt, ja, wir haben 4 Grad, das 4 Grad haben wir es. Schnee hier noch Meter hoch und hinter uns ist die Straße gesperrt, deswegen müssen wir wieder zurück. Und jetzt fahren wir zum Campingplatz und da haben wir auch voraussichtlich nach Wettervorhersage dicken, fetten Regen heute Abend und wird kalt. Ja, also vor 14 Tagen noch in Thusten und Tal des Todes 35, 40 Grad gehabt, jetzt 4 Grad und Schnee. Also jahreszeitenmäßig kommt man auf einer Weltreise schon ein bisschen durcheinander. So, wir schließen gleich den heutigen Tag ab, der leider ins Wasser gefallen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und vor allem, ich habe ein total tolles Bild am Crater Lake gemacht.
da, das lässt sehr viel Raum für Fantasie offen. Genau. Ich habe dir schon gesagt, wir sind ja extra zum Greta Lake Umweg gefahren vor knapp 500 Kilometern, um dann festzustellen, dass man nichts sieht und es nur noch 4-5 Grad waren und Schnee war. Jetzt hat es die Rücktour 200 Kilometer oder 250 auch nur geregnet. Wir hatten eigentlich einen Campingplatz gebucht, wir haben auch schon bezahlt. Aber wir haben entschieden, nachdem wir jetzt hier einen nassen Regenanzug haben und glitschnasse Füße, ich habe in meinen Schuhen, dass wir doch ein Hotel gebucht haben und nicht Camping machen. Nachdem wir hier halbwegs trocken sind, nicht ganz, das war so nass, das Zeug, ist immer im Zimmer noch nicht getrocknet, obwohl wir die Heizung anraten auf 26 Grad, ist nicht alles trocken geworden. Und wenn ich da vorne hingucke, dann haben wir schon wieder alles grau, aber Andrea strahlt. Mal gucken, ob ja, das... wenn ich dich sehe. Okay. So, und Andrea, wohin geht's heute? Heute geht's nach, frag mich nicht, wie man das hier ausspricht, Garibaldi. Ja, Garibaldi. Ja, wir sprechen es halt Garibaldi aus. Und vorher geht's zum sogenannten Tor's Well. Ein Schluckloch. Genau, an der Küste. Also erstmal Richtung Pazifikküste. Und das Wetter ist, die Vorsage ist schlecht. Es ist nämlich genau Regen und Wolken angesagt, genau wie gestern. Hat uns gerade das Pech ereilt, dummerweise hier oben in Nordamerika. Lass uns mal da, wo die Autos stehen, anhalten. Ja. Wir sind jetzt am Tor's Well und es ist ziemlich ungemütlich hier. Ah, und das Blowhole in Kayama ist besser. Check-in bei Madame. Yes, sir. Boah, ungemütliches Wetter. So, wir fahren jetzt aus Garibaldi weg Richtung Mount St. Helens heute und das Wetter ist vollkommen bescheiden. Wir haben nochmal 11 Grad, aber Nieselregen schon seit gestern und heute den ganzen Tag soll es regnen. Wenn wir Pech haben, sehen wir den Mount St. Helens nicht, was äußerst schade wäre. Und da hatten wir überlegt, ob wir denn noch einen Tag länger bleiben vielleicht. Gestern sind wir bei ziemlich miesem, useligem Wetter hier angekommen und haben dann gesagt, wir fahren jetzt nicht zum Mount St. Helens, den hätten wir nämlich gar nicht gesehen, sondern wir fahren heute erst, denn die Wettervorhersage hat zum Glück recht. Genau, und das ist jetzt auch ein weiteres Highlight. Ich freue mich drauf. Sie strahlt schon wieder, unbezahlbar. Für alles andere gibt es Mastercard. Wir sind jetzt hier am Science and Learning Center beim Mount St. Helens und haben eine wunderbare Sicht
Wir stehen jetzt auf der Seite, wo halt die Kuppe weggesprengt wurde. Also man hat Blick in den Vulkan rein sozusagen. Ja, und landschaftlich ist es herrlich hier. Interessant ist auch, durch den Ausbruch wurden ja, was war das, 40.000 Acres auf Wald umgemäht. Die Bäume wurden wie Streichhölzer umgeknickt durch die Druckwelle. Und Ronald war halt das letzte Mal vor 12 Jahren hier. Da hat man das noch gesehen und mittlerweile wird es schon recht grün wieder. Ja, damals war hier unten noch alles grau und umgelegte Bäume sozusagen. Ja. Und jetzt sieht man da eben richtig ein grünes Tal. Das hat sich jetzt in den letzten 10, 12 Jahren so verändert. Auch interessant, wie sich Landschaft wieder erholt und regeneriert. Das sieht ja richtig idyllisch aus hier unten. Andrea. Ronald. Wir machen heute einen Wochenendausflug. Am Freitag, oder? Ist heute Freitag? Oder ja, aber bei uns, wir haben ja eigentlich, seitdem wir auf Reisen sind, jeden Tag Wochenende. Deswegen gibt es bei uns nur Wochenendausflüge. Was machen wir denn, Andrea? Wir fahren heute in den Olympic National Park. Genau. Nationalpark mit Bergen und Seen und auch Regenwald. Wobei jetzt nicht das, was man sich natürlich sonst unter einem Regenwald vorstellt. Also tropische Vögel findet man natürlich nicht hier, aber wo so richtig schön moosbewachsene Pflanzen, Baumstämme, mal gucken. Ja. Wir sind jetzt im Olympic National Park und hier sind wir einen Loop gefahren. Also die Landschaft ist herrlich, jetzt hier moosbewachsene Bäume, Farne, also wir könnten auch wieder diese Dinosaurier um die Ecke gucken. Dann teilweise aber auch, sieht man jetzt von hier natürlich nicht, schöne Berge, schneebedeckt, also nett, schön. Ronald. Guten Morgen, Andrea. Heute geht es in das letzte Land des ersten Teils der Reise, nämlich nach Kanada. Wir setzen über von Port Angeles nach Victoria auf Vancouver Island. Wir sind auf der Fähre nach Vancouver Island. Und damit ist auch diese Episode beendet. Auf nach Kanada!